Hallo Leute, ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir über Suicide Squad Kill the Justice League. Und wie ihr die Überschrift wahrscheinlich schon gelesen habt, geht es hier heute vor allem um die Hardware, um die Performance. Ich habe in den Kommentaren hin und wieder mal gelesen, dass für manche die Performance nicht so befriedigend ist, wie sie vielleicht sein könnte. Und es hat mich inspiriert, einfach dazu auch heute ein Video dazu zu machen. Ich möchte euch einfach hier in diesem Video ein paar Einstellungen zeigen und ein paar Tipps geben, wie ihr vielleicht auf mehr FPS kommen könnt und welche Möglichkeiten es da gibt. Der erste Tipp wäre hier auf jeden Fall, dass ihr schaut, ob euer Grafikkartentreiber auf dem aktuellsten Stand ist. Bei Nvidia natürlich klar gucken, ihr habt ja auch eine Software dafür. Bei AMD ist es so, dass auf dem Discord darauf hingewiesen wurde, dass es ein extra Update für Suicide Squad Kill the Justice League gibt. Ich habe mir das auch auf die Grafikkarte draufgespielt und ich habe hier auf jeden Fall zwischen 60 und 80 FPS auch während dem Streamen gehabt gestern. Ihr habt es zuschauen können, sehen können, dass das Spiel eigentlich recht gut performt hat bei mir. Und ich habe jetzt nicht die allerbeste Hardware, das mal nur so ganz nebenbei. Das ist, denke ich mal, der wichtigste Tipp. Einfach gucken, dass die Treiber aktuell sind. Aber wenn ihr das schon gemacht habt und es auch nichts bringt, dann ist es natürlich auch eine Sache, dass ihr guckt, hier beim Anzeigemodus zum Beispiel von randloses Vollbild ins Fenster zu gehen. Das kann schon mal bei der Performance deutlich helfen, um die FPS ein bisschen nach oben zu bekommen. Wenn ihr die Auflösung runterskalieren könnt, beziehungsweise die Methoden von den jeweiligen Grafikkarten nutzen könnt, um bei AMD mit der Super Resolution das hochskalieren zu lassen zum Beispiel, dann würde ich sowas auch mal versuchen oder eben die Optionen, die Nvidia so bietet, um die Performance zu verbessern. VSync, da würde ich auch mal gucken, ob es was bringt, das an- oder auszuschalten. Und ihr könnt ja, und das ist eine wichtige Sache, ihr könnt im Game direkt auch die FPS anzeigen lassen und dann auch beobachten, wie sich das Ganze eben dann ausgeht. Den FPS-Zähler könnt ihr in den Videoeinstellungen unter dem Punkt Grafik eben auch noch anzeigen lassen. Da habt ihr hier oben die ganze Zeit den FPS-Zähler. Ansonsten, natürlich habt ihr hier die Möglichkeit, an den Sachen rumzuspielen, hier zu gucken, dass die Zielframerate 60 ist. Ich würde es auch erstmal dabei belassen, ehrlich gesagt. Und dann hier einfach gucken, dass ihr vielleicht gerade das Raytracing auf jeden Fall ausschaltet, würde ich jetzt empfehlen, das einfach auszulassen, falls euch das zu viel Leistung runterzieht. Ja, ich glaube nicht, dass es so extrem für euch sichtbar sein wird, was das Raytracing jetzt hier noch mit reinbringt. Und dann erstmal sich heranzutasten mit den Voreinstellungen, einfach mal mit Mittel vielleicht beginnen und zu gucken, was kommt dabei raus. Und dann grob mal runterzugehen mit diesen ganzen Sachen, zu gucken, wo ihr dann eingeordnet seid. Wenn ihr merkt, mit niedrig läuft es dann plötzlich flüssig, dann von niedrig hochtasten, also nicht dann wieder auf Mittel stellen, sondern die Einstellungen von niedrig nehmen, das sind hier dann andere wie hier, und dann hier langsam anfangen, vielleicht die Texturenqualität wieder von niedrig auf Mittel hochzuschrauben, die Detailgenauigkeit einen Schritt hochzugehen und zu schauen, wie bewegt sich das Ganze dann mit den FPS bei euch? Das ist eine Sache, die ich mir da auf jeden Fall überlegen würde. Ansonsten natürlich denke ich, dass ihr viel rausholen könnt, wenn ihr mit eurer Grafikkartensoftware direkt auch ans Werk geht. Das heißt, mit der Adrenalin bei AMD oder bei Nvidia halt einfach direkt einstellen, dass ihr auf Performance, auf Leistung aus seid, wenn es momentan noch nicht so gut klappt mit den FPS. Oder wegen Nvidia bin ich mir noch nicht sicher, ob sie noch ein Update rausbringen, speziell für Suicide Squad Kill the Justice League, wie sie es für AMD getan haben. Wenn sie das tun, würde ich mir sofort auf jeden Fall auch diesen Treiber für Nvidia gönnen, weil ich glaube, das hat wirklich am meisten gebracht. Für AMD poste ich euch den Link unten in die Kommentarspalte oder in die Videobeschreibung, also schaut da auf jeden Fall rein. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, ladet das Teil runter und guckt, ob es dann deutlich besser läuft. Es kann sein, dass ihr erstmal einen Treiber-Cleaner braucht, um das Update aufzuspielen. Dann müsst ihr in Windows in gesicherten Modus gehen. Dann werden die Treiber von AMD erstmal grundlegend entfernt und dann spielt ihr das Update auf. So hat es bei mir funktioniert. Und wie gesagt, ich habe bisher ein astreines Erlebnis, obwohl ich nicht top of the top Hardware habe und trotz Streaming eigentlich alles gut ist. Ich bin mit den Einstellungen soweit zufrieden hier. Auch hier vielleicht mit dynamischer Auflösungsskalierung vielleicht noch was zu machen und dann einfach Schritt für Schritt diese Settings zu machen. Und gerade auch bei Schattenqualität, sowas muss nicht immer unbedingt aufs Höchste hoch. Ja, also
Da kann man vielleicht auch mal mit niedrig leben, gerade bei den Schatten. Das ist jetzt nicht so mega spielentscheidend, finde ich. Da hat aber natürlich jeder seine eigenen Präferenzen. Aber ich finde, genau bei sowas wie Schatten kann man auf jeden Fall sparen. Und bei Raytracing kann man definitiv auch sparen. Das würde ich ausschalten. Und hier diese Funktionen zum Beispiel, denke ich, kann man eben auch ein bisschen runtergehen. Ja, kann man entweder dann hier drauf gehen oder es sogar mal versuchen, mit komplett auszuschalten. Aber dann vielleicht eher in die Richtung gehen. Und dann schauen, wie es ist. Und hier eben auch von hoch zum Beispiel auf mittel oder einfach mal niedrig zu schalten und zu schauen, wie verhalten sich die FPS dann. Und eventuell könnt ihr ja dann mit dem niedrig auch leben, beziehungsweise euer Auge. Und dann habt ihr einfach natürlich mehr Spaß an der Sache, wenn das Spiel flüssiger einfach von der Hand geht. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg natürlich. Hoffe, das Spiel läuft bei euch dann auch in Zukunft noch mit besserer FPS. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob euch irgendwas davon geholfen hat oder das Treiber-Update euch auch geholfen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn es geholfen hätte. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bei einem anderen Video bald wieder zu Suicide Squad Kill Justice League oder auch im Stream auf Twitch oder auf YouTube. Bis dahin, Leute, viel Spaß weiterhin und auf Wiedersehen.